Hallo, mein Name ist Claudia Urbschat-Minges. Ich bin Synchronschauspielerin, unter anderem die Stimme von Jada Pinkett Smith, Jennifer Connelly, Rachel Weisz habe ich gerade gesprochen und Vera Farmiga auch und natürlich Angelina Jolie. Ich begrüße die Zuschauer der Tagesschau jeden Abend mit den Worten: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Warum die Polizei gescheitert ist? Die konnten nur scheitern, lieber Freund. Diese Dummköpfe suchen immer nach einem Schuldigen mit einem logischen Motiv. Das ist doch völlig idiotisch. Wie bist du zum Synchron gekommen? Oh, wie ich zum Synchron gekommen bin? Ja. Wie kommt man zum Synchron? Ich glaube, ich bin eine kaputte Stimme. Das ist so ein hässliches Entlein, bin ich. Und habe mein Leben lang mit meiner Stimme gekämpft. Und immer arbeiten damit. Ich habe versucht, Sängerin zu werden. Das klappte nicht, weil die Stimmbänder nicht funktionieren. Ich habe versucht, auf die Schauspielschule zu kommen. Die haben gesagt, gehen Sie nach Hause, mit der Stimme können Sie nicht mehr Lehrer werden. Und musste ziemlich viel machen. Also Therapie, da gibt es so diese Logopädie, musste selber an mir arbeiten. Und bin dann irgendwann zum Schauspiel gekommen mit dieser Bürde. Oh ja, Gott, ich habe alles geht, nur die Stimme nicht. Und dadurch habe ich mich damit befasst. Und da ist das Sprechen, lag irgendwie so auf der Hand, weil ich mich damit so beschäftigt habe, dass ich dann immer mehr in diesen Sprechberuf reingewachsen bin. Kannst du dich an deine erste Synchronrolle erinnern? Ja. Da war ich bei Leon Boden, ich glaube 1997, im Ensemble bei der damaligen Interopa. Die hat aber nichts mit der heutigen Interopa zu tun, von der Lage her. Und da wurde Breaking the Waves aufgenommen. Und dann hieß es nur: Drei Noten bitte ans Mikrofon, ja, also so rein. Und dann habe ich mich schnell da so reingemogelt, stand dann innerhalb so einem riesen Studio-Kinosaal. Irgendwo von da ganz hinten kam so eine Stimme, die sagte: So, und jetzt bitte, du bist hier Note 1, du bist Note 2, du bist Note 3, also war Leon. Und dann sagte die Frau neben mir, Note 1, oh, du musst diesen Typen da bla bla bla. Und er sagt, ich habe den Typen danach nie wieder gesehen. Und Note 3 sagte, ja, Note 1, es ging los, 3, 2, 1, das Bild geht auf. Und sie, ich habe den Typen danach nie wieder gesehen. Und die andere ihren Satz, zweite Aufnahme, dritte Aufnahme. Sie hat es nie hinbekommen, diesen Satz zu sagen. Und irgendwann, Moment, kam dann von hinten die Stimme, da kam Leon Boden raus und sprach dann mit der Note 1, also mit der jungen Frau neben mir, und sagte so, ich weiß nicht, also da müssen wir, glaube ich, noch mal ran. Ich glaube, wir sollten heute Abend mal essen gehen. Und dann hat er zu mir gesagt, du machst das gut, du kannst weitermachen. Da dachte ich, aha. Hab dann einfach weitergemacht. Und erinnerst du dich an deine erste größere Rolle? Also wie du aus der Menge Masse dann... Ich habe ja nur dreimal Ensemble gemacht, ja. Drei oder viermal. Und dann kam so, also ich weiß nicht, das war so, ey, du bist ja eine schwarze Stimme, oh, du kannst ja irgendwie auch so ganz andere Sachen. Ich weiß nicht, ich war irgendwie ein bisschen, vielleicht war das auch ungewöhnlich, dass ich schon relativ alt war. Ich war 27, als ich angefangen habe. Also ich hatte quasi schon auf der Bühne gespielt und Mikrofonerfahrung, aber jetzt noch nicht synchron. Und das ist für 27 sehr alt. Und dann bin ich halt relativ schnell so reingerutscht. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, was jetzt die größere Rolle war. Also der James Bond, der war dann so der Meilenstein. Das war dann schon 2 Jahre später. Wen hast du da gesprochen? Ach, die Denise Richards in Die Welt ist nicht genug. Das war jetzt nicht die super, also nicht der beste James Bond und nicht die super Rolle, aber es war zumindest so ein kleiner Adelsschlag zu sagen, ja, also in James Bond zu sprechen, dann hast du schon eigentlich das Kaliber für Synchronhauptrollen im Kino. Wie wurdest du zur Stimme von Angelina Jolie? Da habe ich ein Casting gemacht, ganz normal. Da gab es einen Film, durchgeknallt. Und dann kam ich da irgendwie zu einem Casting, ich kannte die Frau ja nicht. Und dann hieß es, boah, ey, die ist so eine richtig coole Socke und ganz tough. Und ich bin ja ich, ne? Hab mich da vor das Mikro gestellt, es war super, es passte so Faust aufs Auge. Und wir fanden das alle toll, was sie macht in dem Studio. Und dann haben wir das synchronisiert, den Film, und dann kriegte die dafür einen Oscar. Und das war dann so, ach,
ja gut, dann habe ich es jetzt beim Oscar-Film gesprochen, dann kann ich sie auch weitersprechen. Und das war dann auch so größtenteils. Warum hast du Angelina Jolie nicht in allen Filmen synchronisiert? Also bei der Jolie ist es wirklich so gewesen, die hatte am Anfang verschiedene Sprecher, also Synchronschauspieler, die sie gesprochen haben. Und dann hat sich das aber so entwickelt, dadurch, dass sie so bekannt wurde, wurden fast immer Castings gemacht. Und wenn ich zu einem Casting eingeladen wurde, haben die mich genommen. Bei Filmen, wo ich sie nicht gesprochen habe, wurde kein Casting gemacht. Warum ich sie da nicht gesprochen habe, kann ich nicht sagen. Es waren jetzt mehrere Filme, obwohl bei der Marion, doch, da kann ich dir genau was sagen. Und zwar diese Tomb Raider-Geschichten, meinst du, ne? Das war ja ein Computerspiel. Und das Computerspiel wurde, also Lara Croft, wurde im Deutschen von Marion von Stengel gesprochen, also die Hauptfigur. Und da man davon ausging, dass sich die Computerspiel Nerds, wie man das damals noch dachte, war das ja noch nicht so salonfähig, eigentlich darauf schon eingeschossen haben, dass sie eine bestimmte Stimme hören, ist natürlich klar, dass sie lieber die Computerstimme genommen haben für den Film, als jetzt die Stimme von der Jolie. Da war das noch nicht ganz so in dem, da war sie noch nicht so ein Star. Hast du geahnt, dass Angelina Jolie in Hollywood einmal zu den ganz großen Schauspielerinnen gehören wird? Das kannst du ja nie sagen. Das hat ja mit so vielen Faktoren zu tun und ist nicht. Nein, also von mir ist, also bei mir ist das ja sowieso so, ich sehe das Ganze schon so ein bisschen als Ringelreihen. Also wir Stimmen, da passiert schon sehr, sehr viel. Das ist nicht, wenn du da einmal als Synchronstimme gesetzt bist, heißt das nicht, dass du das bis in alle Ewigkeit bist. Es gibt immer wieder Castings und die sind erstaunlich. Welche deiner Schauspielerinnen liegen dir besonders am Herzen? Hast du eine Favoritin? Oh, das ist total schwierig zu sagen. Also ich habe jetzt gerade einen Film gemacht mit Vera Farmiga. Die habe ich in Up in the Air das erste Mal gesprochen. Das war eine Wahnsinnsproduktion, ein super Film. Da hat sie auch so einen Preis für bekommen, so einen gesilbernen, nee, irgendeinen, ich weiß es gerade gar nicht. Also kein Oscar, aber sowas so fast genauso gut. Die Frau kennt aber keiner. Weiß nicht warum, die ist einfach nicht so ein, die hat, macht vielleicht keine privaten Spiränzchen. Und die finde ich halt toll in ihrer klassischen Art zu spielen. Also die ist sehr uneitel, wirkt sie zumindest und so. Die Jolie finde ich, die passt, da weiß ich, was die denkt. Dann sehe ich einmal, da zuckt es bei ihr und denke ich wieder so, okay, es brodelt, ja. Oder wen ich halt wahnsinnig toll finde, ist Maria Bello. Ja, und habe ich gerade eine Serie gemacht, die heißt The Killer Inside, Mensonge. Das ist eine kanadische Serie mit einer Schauspielerin, die ist zum Niederknien. Ja, und da habe ich jetzt eigentlich immer so welches, es sind mehr so die Projekte, die mir am Herzen liegen, jetzt nicht unbedingt die Schauspielerinnen, weil da weiß ich ja nicht, ob ich dann das nächste Mal wieder dabei sein darf. Wie bereitest du dich auf deine Synchronrollen vor? Also das ist schon beim Synchronjob so, dass man mehr oder weniger die Termine bekommt, morgens um 9 und dann hinkommt. Und wenn man jetzt nicht unbedingt schon weiß, was für ein Projekt das ist, mit welchen, also bei einer Serie zum Beispiel, hat man ja so einen gewissen Überblick, dann kann es sein, dass du mit einer Heulszene anfängst in einem Kinofilm, wo du keinen blassen Schimmer hast, was da eigentlich los ist. Also vorbereiten kannst du dich nicht. Du kannst ausgeschlafen sein, du kannst diszipliniert, pünktlich sein, du kannst genau sein, also beim Hinhören, beim Nachfragen, beim dich in die Arbeit schmeißen, aber vorbereiten kannst du dich nicht. Leidest du mit deinen Rollen mit? Also es gibt Filme, da habe ich schon gesagt, das sind dann aber auch wirklich Themen, die sind so dramatisch, also ich sag jetzt mal The Whistleblower mit Rachel Weisz habe ich gemacht oder eben mit Maria Bello einen Film. Da, also Whistleblower ging um Prostituierte im Serbien-Bosnien-Krieg, wo also wirklich die Gewalt und eben die gemeinerweise, das muss man jetzt gar nicht ausführen, aber es war ein unendlich dramatischer, sehr, 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 sehr aufreibender Film. Da habe ich schon gedacht, boah, also habe ich ein bisschen Albträume vorprogrammiert schon gehabt und so. Aber die Rolle an sich jetzt, würde ich jetzt nicht sagen, dass die mich jetzt so wahnsinnig emotional berührt. Also der Film schon,
aber die Rolle, weil wenn ich arbeite, arbeite ich. Also ich würde mir nie einen Horrorfilm angucken, aber natürlich synchronisiere ich Horrorfilme, wenn das sein soll, nicht muss, aber soll, weil Gott, ja, was passiert da? Ne? Da wird eine Blutkapsel zerquetscht und die denken sich da was Lustiges aus. Aber da, wenn man das jetzt so Szene für Szene oder sogar Take für Take macht, dann ist es für einen nicht so dramatisch, wie wenn man einen Film guckt und alles ist schön. Auf einmal schreckt man zusammen und der Mörder schlägt zu. Ja. Wonach wählst du deine Projekte aus? Ich habe gerade The Purge mitgesprochen, in der Serie, nicht in dem Film. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich kenne mich nicht aus auf dem gesamten Markt. Du kannst mir 10 Kinofilme sagen, davon kenne ich vielleicht einen, wenn überhaupt, den habe ich aber dann noch nicht mal gesehen. Fernsehen gar nicht. Und dann sehe ich diese erste Szene und sage, was ist denn das? Da werden ja nur Leute abgeschlachtet, da passiert ja gar nichts außer Gewalt. Und erstaunlicherweise haben das ganz viele im Studio so gesehen und dann kriegte ich aber sofort, als das ausgestrahlt war, also das gibt es irgendwie auf On Demand, eine Rückmeldung, ja, also Shitstorm will ich nicht sagen, aber eine Rückmeldung von Leuten, die sagen, ey, da machst du mit, habe ich mir ich sag, du, ehrlich gesagt, ich habe davon, wenn ich das vielleicht vorher gewusst hätte, hätte ich mich vielleicht mal so mir überlegt, ob ich das machen will. Aber es ist schlussendlich das Team, was bei mir oft entscheidet, ob das gut funktioniert. Die Filme selber, die gehen an mir so ein bisschen vorbei. Wie wurdest du zur Ansagerin der Tagesschau in der ARD? Das war sehr lustig mit der Tagesschau. Da kam ein Anruf. Du, sag mal, hast du nicht Lust, beim NDR mal ein Casting zu machen? Sag ich, ja, na klar, immer. Und die wollten eine Hollywood-Stimme haben, weil sie hatten schon den Hans Zimmer eingekauft. Und dieser Hans Zimmer mit seiner Entourage und ganz, also wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, hat dann irgendwie so gesagt, ja, aber das hört sich ja wohl nicht gut an mit dem normalen Tagesschausprecher. Da brauchen wir auch eine gute Stimme für meine Musik. Also irgendwie so kam das bei mir an. Und dann haben die gesagt, ja, stimmt eigentlich. Und dann wurde gecastet und gecastet und gecastet. Und am Ende waren es dann David Nathan und ich als Johnny Depp gegen Jolie oder umgekehrt, weiß ich nicht. Und dann haben wir hat dann wohl ein bisschen reingespielt, dass sie sagen, ja, die Tagesschau ist ja eher männerlastig in den Moderatoren. Dann nehmen wir doch lieber, oder den Sprechern sagt man da, dann nehmen wir doch lieber eine Frau, dann ist es öfter mal, gleicht sich das besser aus. Wirst du oft an deiner Stimme erkannt? Ich werde fast nie erkannt an meiner Stimme. Also wirklich die 3 Mal. Also ich glaube, in der Apotheke 1 Mal. Also es gibt manchmal, also es gibt natürlich diese Conventions oder so Orte, wo natürlich Leute hinkommen, die sich damit beschäftigen, die wissen das ja schon. Da kannst du anatmen und machst so, also ja, Frau Obstadt-Minges, ja, ich würde. Aber so die Leute, die jetzt so im normalen Alltag, da ist es ja wirklich so, Bild geht vor Sprache, das ist ja das alte Lied. Und wenn die mich sehen und hören die Stimme, die können das nicht auseinander dividieren. Das kannst du dann am Telefon vielleicht mal ab und zu, dass die Leute sagen, das dachte ich, das wäre der Anrufbeantworter. Oder sage ich, nee, ich bin schon echt, aha. Mhm. Aber die können auch immer noch nicht sagen, Stimme von. Du bist als Nilpferd Gloria in den Madagaskar-Filmen zu hören. Worin unterscheidet sich für dich Trick von Realfilmsynchron? Das Trickfilm ist immer sehr viel mehr Power. Wahnsinnig laut, aggressiv, anstrengend, immer nach vorne, immer himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, die großen Gegensätze und alles innerhalb von 1 Minute. Mindestens. Ja, oder höchstens 1 Minute. Dragon Ball Z. Schreit, schreit, schreit. Und dann wieder so. Oder eben bei Gloria auch so ein ganz verrücktes Huhn, also eigentlich ein Nilpferd. Ventress aus Star Wars, Clone Wars, da ist nur volle Pulle, ja. Es geht immer nur ums Kämpfen und immer nach vorne und laut. Die leisen Töne, die du im Kino hast, wenn du jetzt einen großen Kinofilm machst, die hast du halt im Trick nicht. Gibt's nicht. Was ist schwieriger, Trick oder Realfilmsynchron? Schwieriger gibt's nicht. Also ich glaube, dass der Trickfilm einfach noch ein bisschen mehr Energie erfordert. Also einfach dieses mehr Körper oder mehr Einsatz. Während das Kino einfach doch mehr den Kopf noch mal einschaltet. Das Kino ist es ja beides Kino. Aber
Also ich glaube, dass die dass die Trickfilme einfach unheimlich viel Energie erfordern, also Dynamik, Energie, auch einfach, man muss auch laut sein wollen, ja, also richtig nach vorne gehen wollen. Und beim Kino, da ist es schon mal so, dass man, also beim Kino, jetzt bei den großen Kinofilmen, wo jetzt eben emotional gearbeitet wird, in die Tiefe gegangen wird, da darf man auch mal ein bisschen leiser sein, das muss man aber auch aushalten. Du sprichst auch in vielen Hörspielen. Wie viel Freiheiten bietet dir das Hörspiel im Vergleich zu anderen Formen wie Filmsynchro oder Hörbuch? Also ich glaube, das Wort Freiheit ist schwierig in dem Zusammenhang. Also ich glaube, dass man einfach beim Hörspiel noch anders an sich selber sich orientieren darf und auch muss. Und natürlich, man hat ja genauso eine Regie, die von einem was Bestimmtes möchte. Und das, wenn man das erfüllen kann, ist super. Gleichzeitig bist du ein bisschen mehr im luftleeren Raum. Beim Synchron weißt du, okay, die Figur macht das so, ich muss mich danach richten. Beim Hörspiel musst du erstmal dir das plastisch vorstellen und dann dich da reinversetzen und dann spielen. Ob das jetzt ein Freiraum ist, kann ich gar nicht sagen. Ich finde das ein schwieriges, oder Freiheit. Ist ganz schwierig. Also es ist, glaube ich, schon so, dass man immer sich vorstellen sollte, wie ist das Zusammenspiel. Wir sind ja oft alleine im Studio, meistens jedenfalls. Und die Partner, wenn ich sie kenne, ist es super. Dann kann ich mich darauf verlassen, ungefähr, dass es so auf meiner Ebene funktioniert. Wenn nicht, dann bin ich ganz schön aufgeschmissen, wenn ich die nicht kenne. Und dann muss ich mich total an die Regie halten und dann ist es hin mit der Freiheit. Von welchen Kollegen konntest du besonders viel lernen? Ja gut. Jetzt sind wir natürlich beim Synchron mittlerweile fast gar nicht mehr zusammen. Also Kollegen, Sprecherkollegen. Am Anfang war das noch so, da haben wir viel zusammen gemacht. Da war ich aber auch meistens mit den Männern zusammen. Und dieses sich etwas abgucken, das klassische Abgucken, das gibt's in dem Sinne ja nicht. Weil die machen ja was völlig anderes. Also es gibt schon Kollegen, die ich sehr verehre und wo ich weiß, die machen einen super, super, super Job. In jeder Tonlage, Größe und so weiter. Also eigentlich sind sie ja alle gut, kann man ja eigentlich so sagen, durch die Bank. Das sind ja wirklich, wir haben ja die Top-Leute in Deutschland. Ne? Aber also von wem ich natürlich mich bemühe zu lernen, sind die Regisseure, die Dialogregisseure. Weil die halt noch mehr reinbringen können. Die sind halt, ist nicht die kleinen Schauspieler, sondern die haben halt das Wissen um den Film, um in der Regel auch um eben dein gesamtes Umfeld und auch deine Kollegen. Und wenn du da genau hinhörst, dann kannst du schon mal die eine oder andere Sache verbessern an deiner Arbeitsweise. Du sprichst Dokus, Werbung, Hörbücher und machst Live-Lesungen. Welche Form bereitet dir im Job am meisten Spaß? Ich bin immer für eine gute Kinosynchronisation zu haben. Das ist es. Dafür mache ich den Job. Also ein Kinofilm in einem guten Team, mit einer tollen Regie, mit einer guten, wenn es geht, auch inhaltlich guten Story, das ist für mich das Größte. Und einer guten Schauspielerin. Wie hat sich die Branche seit deinem Einstieg verändert? Ich glaube, es ist alles ein bisschen schneller geworden, ein bisschen unübersichtlicher, ein bisschen kurzfristiger. Dadurch ist natürlich, also wenn man gut ist und wenn man sich auch vor allen Dingen konzentriert auf das, was man will, dann funktioniert es. Wenn man sich so ein bisschen treiben lässt und irgendwann mal so ein bisschen den Überblick verliert, dann muss man halt Abstriche machen in jeder, also von der Qualität oder auch von allem, was einem da vielleicht auch wichtig sein könnte. Und dann muss man sich wieder einnorden, wieder fokussieren können. Ich glaube, dass nicht grundsätzlich die Qualität gelitten hat, aber dass dadurch, dass so viel gemacht wird, vielen Leuten der Überblick fehlt. Wie stehst du zum Thema Xen? Also ich habe das Glück gehabt, dass ich eben am Anfang noch zu zweit, zu dritt vor dem Mikro stand und dadurch mir viel noch von damals präsent ist. Ich glaube, dieses ewig alleine vorm Mikro stehen, das ist halt unsere Welt. Ja? Wir hängen alle über unseren iPhones, wir hängen alle vorm Computer. Wir sind jetzt nicht mehr so soziale Wesen wie früher. Man raucht nicht mehr. also es gibt so ganz viele Sachen, die vielleicht
anders sein könnten, aber sie sind auch nicht mehr zeitgemäß. Wie wichtig ist eine Schauspielausbildung für das Synchronisieren? Ich glaube, dass eine Schauspielausbildung das A und O ist für diesen Beruf. Es gibt sicherlich Leute, die haben es auch ohne geschafft oder die machen es auch ohne, die machen es auch gut. Aber vielleicht gibt dir die Schauspielerei, dieser Unterboden-Schauspielausbildung noch immer dieses kleine Quäntchen, bisschen mehr aus dir rauszuholen. Du hast deinen Wohnort von Berlin nach München verlegt. Worin unterscheiden sich die beiden Städte in Bezug auf Synchron? Also man kann das zum einen geschichtlich einordnen. Man kann sagen, okay, also Berlin war immer das Zentrum. Da haben die Russen, die Amerikaner, die Franzosen und die Engländer alle ihren besetzten Teil gehabt, wollten ihre Filme unterbringen, haben die synchronisieren lassen und dann auf die Deutschen losgelassen. Und die, also zum einen die Russen und zum anderen die westlichen Siegermächte. Und dadurch, dass München von den Amerikanern besetzt war, konnten die Amerikaner halt auch noch in München eine durchaus akzeptable Synchronbranche aufbauen. Es war aber immer so ein bisschen untergeordnet. Ich glaube, dass es mittlerweile wirklich so ist, dass durch diesen Zusammenschluss Ost-West, die Synchronbranche hat sich irre konzentriert auf Berlin. Und für München bleibt wenig übrig. Aber es ist immer noch so, dass es reicht. Also zumindest für jemanden wie mich. Es ist aber nicht mehr so, dass es so aus dem Vollen schöpfen ist. Also so gute Kinofilme werden dann doch eher in Berlin gemacht, einfach weil es mehr Sprecher gibt und weil es liegt irgendwie näher, das in Berlin zu machen. Ich bin gerne viel in Berlin. Also ich werde viel geholt für Kino und wenn, oder auch für Serien. Und in München, also ich habe das immer so verglichen, wenn ich jetzt in Berlin 4 Termine am Tag hatte und irgendwie gucken musste, dass ich es geschafft habe an einem Tag, mein Pensum, dann habe ich in München 4 Termine die Woche. Das ist nett. Worauf bist du besonders stolz? Ich habe eine kleine Tochter, die ist 3,5 und die hat jetzt ihre erste Synchron-Serienrolle gesprochen, nämlich meine Tochter in einer Krimiserie. Das fand ich super. Da hab ich mich so auf die Hinterbeine gestellt und gesagt, also Leute, wenn da im Bild eine 3-jährige Tochter ist von meiner Figur, das spricht natürlich meine Tochter. Sie hat super gemacht.